Oh, scheiße. Nein. Hey Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja Leute, ihr habt es im letzten Video gesehen. Ich habe mir so eine Maschine gekauft mit Wachsperlen. Und ich habe euch gesagt, dass ich meinen Bart wachsen werde. Ja? Heute probieren wir auf jeden Fall schon mal hier im Konturenbereich aus, wie es sich anfühlt und wie man das überhaupt machen kann. Ihr habt es ja in meinen Best Barber Reactions gesehen. Die ganzen Barbiere machen das bei den Leuten. Ja, hier in dem Bereich Nase, Augenbrauen sogar oder hier unten sogar am Hals. Ja, ich bin einfach neugierig und habe mir gedacht, warum mache ich das nicht mal selber? Ich probiere es einfach selber aus. Mit so einem Ding trägt man das auf. Die Maschine ist zum Erwärmen da, damit diese Perlen da schmelzen, die aussehen wie Skittles oder so. Hardwax Beans. Ach so, Bohnen sollen es sein. Hardwax Beans. Auf jeden Fall wird es eine schmerzhafte Angelegenheit. Meine Kontur sieht aktuell so aus, Leute. Schaut mal. Wie man sehen kann, habe ich ein paar Haare hier. Ist zwar nicht mega lang, aber da ist was da. Andere Seite sieht so aus, Leute. Ja, auf jeden Fall sind schon ein paar Haare am Start und die wollen wir heute mal entfernen. Ich bin so gespannt. Ja, ich merke gerade, mein Barbershop ist zu. Ich muss den erstmal anmachen hier. So Leute, auf jeden Fall bin ich sehr, sehr gespannt. Ich muss auf jeden Fall sehr aufpassen, dass kein Wachs in meinen Bart kommt, sonst bin ich am Arsch. Ich muss aufpassen, dass ich damit nicht meine Haut verbrenne. Auf jeden Fall steht hier auf der Packung als erster Punkt, for professional use only. Sollen nur professionelle Menschen machen. Ich bin jetzt kein Profi, was das angeht. Ich probiere das hier auf jeden Fall hier im Video und falls irgendwas schief geht, werdet ihr das auf jeden Fall mitbekommen. Ich werde nichts rausschneiden. Bevor wir das Video starten, Leute, abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wenn das Video wirklich viele Likes bekommt, werde ich auf jeden Fall auch mal in Erwägung ziehen, andere Körperteile von mir zu enthaaren. Ja, vielleicht noch mein Hals, was richtig hardcore ist. Oder, ja, wer weiß, vielleicht sogar meinen ganzen Bart. Ich bin halt like-geil, was soll ich machen, ja? Bevor ihr das in die Kommentare schreibt, ich bin like-geil. Auf jeden Fall, bevor wir das Video starten, stelle ich euch eine Frage und ich bin so gespannt auf eure Antworten. Ich lese mir ja jeden Kommentar durch, wie man sehen kann bei den letzten Videos. Was ist euer Lieblingsessen und aus welchem Land kommt ihr? Also, mich würde interessieren, ist ein Deutscher eher gerne italienisch? Und was beim Italiener, ob das jetzt Calzone ist oder Tortellini, oder ist ein Türke eher asiatisch und was beim Asiaten, gebratene Nudeln oder was weiß ich. Auf jeden Fall würde mich der Mix mal interessieren, Leute. Deswegen schreibt alle, die das Video jetzt gerade sehen und das gerade hören, in die Kommentare. Okay, Leute, wir starten jetzt mit dem Video. Ja, ich gönne mir mal die Grünen, definitiv. Und ja, los geht's. Zweite Kameraperspektive. Leute, ich habe mir sogar eine zweite Kamera hingestellt, damit das alles so professionell wie möglich aussieht. Ja, ich habe jetzt mal auf Max gestellt, 135 Grad und jetzt müssen wir ungefähr 5 Minuten warten, stand im Internet, bis das Ding heiß ist. A little bit of Monica in my life, a little bit of Monica by my side, a little bit of Monica's all I need, a little bit of Monica's what I see, a little bit of Monica in the sun. Okay, Blatt, es ist auf jeden Fall schon ready, denke ich. Scheiße. Oh, scheiße. Das ist spiegelverkehrt, Mann. Ich guck da spiegelverkehrt rein, Leute. Jetzt habe ich einen Spiegel. Moment. Scheiße, ich habe was in meinen Bart gekriegt. Ah! Leute, Moment. Immer mit der Ruhe. Ah! Okay, Moment. Okay. So, Leute. Ich zieh's jetzt ab. Au!
Moruk! Ich hab sogar einen Barthaar von mir rausgezogen, Alter. Au! Du Hure! Ey, Leute, kranke Scheiß. Oh, Moment. Ich habe ja noch voll die Sachen drauf im Gesicht. Guckt euch das Ergebnis an, Alter. Das ist die eine Seite, das ist die andere Seite. Halt, stopp. Da sind ja noch Haare. Moment. Nochmal. Leute, da sind noch ein paar Haare. Ich hole diesmal Hilfe. Komm mal kurz, bitte. Das wird voll schnell hart, oder? Da sind schon wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Haare, locker. Aber da sind noch welche, sagst du? Komm, wie man sehen kann, sind hier noch ein paar Haare. Hey Leute, ich schwör. Uah. Wir machen jetzt eine dritte Runde. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Entweder ist Wachs nicht zu lange drauf oder nicht genug drauf oder nicht zu fest drauf gestrichen. Also da sind auf jeden Fall noch ein paar Haare. Oder das Problem ist einfach, dass die Haare noch zu kurz sind. Die müssen einfach ein bisschen länger sein. Vielleicht ein paar Millimeter, dass das Wachs das richtig packen kann und abziehen kann. Aber ich habe in allen beiden, sind voll viel Haare ab, Alter. Und habe ich so viele dran gehabt? Da sind ja immer noch welche. Das verfängt sich überall in meinem Bart. Also ich zeige euch gleich, wie mein Tisch aussieht. Ey, da sind schon wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Haare rausgekommen. Und ich habe immer noch ein paar, sagt sie hier an der Seite. Es ist alles schon rot hier, meine Wangen. Auf jeden Fall, Leute, denke ich mir 100%, dass es daran liegt, dass einfach die Haare zu kurz sind und dass das Wachs nicht alles packt, weil immer wieder werden hier 20 Haare locker, hier wieder 15 Haare und ich habe gar nicht so viele da oben. Die werden trotzdem alle rausgezogen. Das bedeutet, das Ding ist schon gut. Und ich muss sie einfach länger wachsen lassen. So Leute, jetzt seid ihr an der Reihe. Wenn ihr wollt, dass ich andere Körperregionen auch wachse, sind es die Arme oder hier im Halsbereich, Alter, dann sprengt den Like-Button, Leute. Dann sprengt den Like-Button. Ich will sehen, dass ihr Bock da drauf habt. Auf jeden Fall zeige ich euch mal den Tisch jetzt, ey. Ohne Witz. Jo, so sieht es aus, ne? Hier überall so Fäden und so weiter. Ja, und Leute, mein Gesicht sieht so aus. Seht ihr, da sind noch ein paar Haare. Die sind einfach zu kurz, Mann. Die sind einfach zu kurz. Was soll ich machen, ey? Ich habe das Experiment gemacht. Guck mal, so sieht mein Tisch hier aus, wenn ich filme. Hier, ey, was geht? Hier sehe ich mich im Monitor. Da ist mein Ringlicht, da ist mein Deslicht und da ist die Kamera. Ja. Auf jeden Fall, Leute, wir haben es probiert. Ich habe die Schmerzen ausgehalten. Guck mal, das ist alles rot, Alter. Und ja, war cool. Aber ich denke, in der Halsregion ist es richtig heavy. Ich denke, es ist echt übelst heavy, Alter. Ich habe gar keinen Bock da drauf. Aber wie gesagt, ich halte mein Wort. Wenn ihr Bock da drauf habt, dann, wie gesagt, Like-Button sprengen. Wenn ihr wirklich Bock da drauf habt und ich sehe 3500 Daumen nach oben, mache ich die Halsregion, Alter. Aber die wird bluten, 100%. Und die werde ich auf jeden Fall dann erstmal wachsen lassen, dass sie so lang sind. Und dann wird es gerockt, das Ding. Ich bin trotzdem 100 Haare leichter hier an den Wangen. Ja. Ich werde es auf jeden Fall auch wieder machen. Und ja, Leute, auf jeden Fall schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Video. Peace out. Ich bin raus. Euer Bartmann.